Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mist Survival. Wir sind immer noch am Bau. Und machen hier mal 30 von denen und dann kann ich wahrscheinlich den Bau hier vorne abschließen. Das wäre eigentlich was für nachts gewesen. Oder wenn der Nebel kommt. Egal. Maximal 16, okay. Bleib irgendwie immer auf der Taste, ich weiß auch nicht warum. So, heute kriegen wir den höchstwahrscheinlich fertig hier. Außer uns geht wieder irgendwas aus. Was ich mir vorstellen könnte, dass uns die Komponenten ausgehen, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Und wir haben Durst. Mann, das ist echt. Das macht ganz schön durstig, diese Arbeit. Ein Glück haben wir so viele Colas. Zu essen haben wir auch noch genug. Aber ich glaube, ich esse halt dann lieber dieses Militärzeug, weil das hält irgendwie überhaupt nicht. Ja, wenn du eine ganze Zeit arbeitest, dann muss man auch viel trinken. Das darf man tatsächlich nicht unterschätzen, wie viel man trinken sollte auch. Falsche Taste. Manchmal komme ich durcheinander, Entschuldigung. Ich will dann immer wieder nochmal B drücken. Und das ruft auch das Baumenü auf. Also kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ich habe nicht vor, hier extrem viele Tiere einzufärchen. Oh, vielleicht doch. Ne, ich glaub's fast nicht. Oh, ich glaube, da haben wir schon das Inventar wieder leer. Wahnsinn, was das frisst, oder? Uns gehen auch tatsächlich die langsam aus. Das heißt, ich muss hier hinten anfangen zu sägen. Ich muss mir wirklich einen Kopf machen, wo ich jetzt das ganze Holz langsam herhole. Ich möchte es nicht alles von hier holen. Muss auch mitnehmen. Das heißt, wir werden jetzt langsam anfangen, Holzlieferungen anzugehen. Ich mag diese Colas. Diese Limonaden-Colas finde ich viel besser als die anderen Colas. Einfach nur, weil sie nicht kaputt gehen. Oder zumindest zusätzlich, weil sie nicht kaputt gehen. Nägelhammer. Wir brauchen noch ein bisschen. Ach ja, ist ja gar kein Platz mehr für irgendwas. Messer. Da ist noch eine Pistole. Messer, Gabel, Schere, Licht. Ist für kleine Kinder nicht. Der musste raus. Sonst wäre ich explodiert. Tja. Wir haben schon einiges an Muni. Das passt hier rein. Das nächste. Ja, ich glaube, ich muss mir vielleicht langsam mal eine Liste im Kopf machen, was ich nicht mehr mitnehme. Da haben wir noch einen SWAT-Helm, den wir jetzt echt nicht brauchen. Ich kann meine Damen dann wieder schön panzern. Zumindest, wenn das endlich mal geht.
Ja, ein bisschen was können wir mitnehmen. Aber wo fahren wir hin? Ich habe eine Ahnung, wo ich gerne hin würde. Und zwar würde ich gerne diesen Vorposten nochmal besuchen, da oben in den Bergen. Und bei der Gelegenheit kann ich da ja auch gleich Holz klauen, wenn ich es finde. Ja, was heißt, wenn ich es finde? Ich werde jetzt einfach mal in der Pampa anfangen, Holz zu sammeln. Und bei uns das so ein bisschen in Ruhe lassen. Hier noch keine Bewegung. Ich sehe Bewegung. Ja, gut zu wissen, ob die sich nach einem gewissen Muster bewegen. Oder ob es rein zufällig ist. Ich kann mich jetzt wahrscheinlich nicht anschleichen. Ich bin gar nicht hier. Yummy. Das lief schon mal ganz gut. Stealth Fichtelein, du bist ein Arsch. Ich dachte, er sieht mich. Na, 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 na. Ich kann nur sagen, es spart Munition. Richtig viel sogar. Und die kann ich sogar brauchen. Brauche ich. Brauche ich eigentlich nicht. Kann ich gebrauchen. Ich muss wirklich schon anfangen auszusortieren, was ich nutzen kann. Nehme ich auf jeden Fall mit. Es ist wirklich nicht mehr alles für mich von Wert. Im Gegensatz zu anfangs. Wo jedes Fitzelchen ja Wert hatte, aber jetzt, ab einem gewissen Punkt im Spiel, muss man wirklich deutlich Abstriche machen.
könnte ich eigentlich alle verwursten hier, die Sachen? Ich finde es gut, dass wir die jetzt einfach so abgestochen haben. Oh. Hoffen wir, dass es stehen bleibt. Wir haben Brokkoli gefunden. Ah, ist auch ein Köder. Ja, Kartoffeln. Daran habe ich nicht gedacht. Kartoffeln müssen auch Köder sein eigentlich. Ehe ich mich ständig bei den Dingern vergifte, nehme ich die lieber als Köder. Macht doch viel mehr Sinn, oder? Was ist das da oben? Heißluftballons? Hier müssen wir aufpassen, hier sind ja wieder die Gegner drin. Hier hinten war das Banditenlager irgendwo. Da ist ein Huhn. War doch ein Banditenlager, oder? Oder bin ich hier falsch? Hier war doch irgendwo ein... Hier hinten. Oder hier hinten. Ich glaube, ich war im falschen Haus. Oben sind auch Sachen, sehe ich gerade. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Ach, ein guter Stein. Die brauche ich nicht. So langsam lohnt sich, dass ich so viel habe. Das essen wir jetzt mal. Oh, das ist wirklich gutes Essen. Vorteil davon, wenn es dunkel ist, man sieht, wo die Banditen sind. Da läuft einer. Da laufen mehrere. Ich glaube, wir erwischen sie gerade von einem, von einer relativ gemeinen Position. Ich glaube, die Schrot ist wirklich besser hier an der Stelle. Und dann versuchen wir mal, ich weiß nicht wer, war es Kate oder Rachel, die hier war? Aber ich würde sie gerne erwischen. Beziehungsweise wieder zurückholen. Ich bin ein wenig angespannt, man merkt es vielleicht. Hab dich. Hab dich.
Hey, der hat nicht mehr geschossen. Wie gemein. Ich habe eigentlich drauf gedrückt, aber der hat nicht mehr geschossen. Ich hatte aber noch zwei Kugeln, das habe ich gerade noch... Ich habe es gesehen. Der hat aber trotzdem nicht mehr geschossen. Das ist ja blöd. Ich fände es cool, wenn ich die mit auf Mission nehmen könnte und wir dann zusammen die Banditen umbringen. Aber wir lernen daraus, die Banditen haben es echt in sich. Allerdings aus kurzer Distanz ist jetzt keine Kunst, jemanden heimtückisch zu ermorden. Ich frage mich, ob man sich auch einschleichen kann, aber ich glaube es fast nicht. Einer fehlt. Ich glaube auch nicht. Ich renne mal schnell durch. Okay. Haben wir vielleicht doch alle. Ich will eigentlich nur die Frau. Aber jetzt können die Piraten. Die Banditen ja machen, was sie wollen. Die sind weg. Das ist... Oh, super. Das war jetzt alles umsonst, also. Jetzt habe ich die Munition umsonst verbraten. Schöner Mist. Ich habe gehofft, oh ja, jetzt finden wir sie wieder, aber nein. Computer sagt nein. Die waren hier vorne, okay. Ich habe ganz anders geparkt. Ich fahre einfach hoch und klau mir, was das, klau, was das Zeug hält. Was rede ich denn da? Klau, was ich nur kann. Vielleicht habt ihr mir in den Kommentaren schon geschrieben, warum die Damen weg sind. Ich kann es mir wirklich nur vorstellen, dass das irgendwie ein Bug ist, weil ich habe den Essen gegeben und die haben nichts gegessen. Ich hab's versucht. Ich hab sie ausgerüstet und alles und dann waren sie plötzlich weg. Brokkoli kann hier drin bleiben. Möglichst viel raus aus dem Inventar. Mann, ich habe mich echt schon drauf gefreut. Hey, wir haben sie wieder, aber... Nein. Ich fühle mich wirklich wie in The Walking Dead. Wir trinken
Leute, um an ihr Essen zu kommen. Boah, eine Handgranate! Ah, Fragment, okay. Das ist neu, oder? Schwarzpulver aber. M4. Oh, Brokkoli, danke. Mehr haben sie anscheinend nicht. Das ganze Wasser, was sie hatten, ist nicht mehr da. Am meisten vermisse ich eigentlich jetzt Gesellschaft langsam. Ich find's doof, dass die weg sind. Ich will die wieder haben. War eigentlich echt glücklich damit, dass ich nicht mehr alleine war. Ich meine, die haben zwar nicht viel gemacht, aber irgendwie war schön. Es war nicht mehr so tot. Ich meine, ich kann jetzt eine riesen Festung bauen wie Robinson Crusoe, aber selbst der hatte später seinen Freitag. Unsere Freitage wurden uns weggenommen. Möchtet ihr in einer Welt leben ohne Freitag? Ich glaube nicht. Zur Strafe holze ich jetzt hier alles ab von denen. Oh, kein Platz mehr. So viel von den Dingern. Vielleicht kann ich ein paar kaputt machen. Vielleicht kann ich auch einfach ein bisschen was von den Wasserflaschen zurücklassen. Schlechter bin ich. Eigentlich hergekommen, eine Frau zu retten, jetzt hole ich Holz. Mitten in der Nacht. Ja, ich bringe auch Leute um nur wegen Holz. Holz ist ein wertvoller Rohstoff. Unterschätzt man tatsächlich. Na, Wasser ist nicht so der ergiebigste Rohstoff. Aber es werden in den nächsten Jahren garantiert noch mehr Kriege geführt wegen Wasser. Das heißt zwar, Hunger ist ein großes Übel in der Welt, aber ehrlich gesagt, ohne Wasser gibt es auch mehr Hunger. Wenn du kein Wasser hast, dann hast du erstens Durst und zweitens Pflanzen wachsen schlechter ohne Wasser. Haben wir jetzt auch dieses Jahr feststellen müssen. Ist wahrscheinlich mega ungesund, hier draußen rumzulaufen, oder? Können wir irgendwas essen? Lohnt sich eigentlich gar nicht. So was, die Dinger fülle ich dann einfach bei mir zu Hause weg, rein und dann ist... Also die füllen wir einfach bei uns in den Kanister und die Flaschen schmeiße ich weg. Und ich holze auch bloß noch das Ding hier ab. Und dann fahren wir heim. Ja, das ist... Jetzt ist wieder doof, dass es da mehr gibt, aber es ist eigentlich logisch, weil wenn du die ganze Zeit Bäume fällst, brauchst du Pausen. Da fehlt mir aber irgendwie die Funktion hier, raste 10 Minuten oder sowas, das wäre nicht schlecht. Also mal kurz einen Rast einlegen, genauso wie wenn du was isst, hast du ja auch immer kurz diesen Effekt, dass es dich erfrischt. Nichts verschwenden. Hat Nilix auch gesagt, wo sie auf diesem tödlichen Planeten gelandet sind. Und kurz darauf ist der Mann gestorben. Also nicht Nilix, sondern den, der was gesagt hat. Wir schmeißen mal... Oh, wir haben viele Blätter. Ich glaube, die hier.
vermisse die. Okay, jetzt müssen wir nach Hause fahren. War zwar mega erfolgreich, aber ich wollte eigentlich meine Frauen wieder. Ich glaube, das ist... Mag sich total falsch anhören. Aber ehrlich gesagt, Gesellschaft... Nee, klingt eigentlich nicht falsch. Ist eigentlich normal. Menschen sind Herdentiere. Wir können zwar alleine leben, manche entscheiden sich auch dafür, aber wir sind trotzdem eigentlich an Gesellschaft gewöhnt. Du natürlich nicht, du harter Knochen. Mann, das ist irgendwie so... Wenn das hier die ganze Zeit immer so... bisschen... bitzelt da vorne. Nachts ist die Orientierung irgendwie anders. Bin ich jetzt hier gelandet? Ach, ich bin schon wieder hier hinten. Kacke. Nicht ins Wasser fallen. Diese Blöde. Ja, deshalb da, ich sollte nachts nicht rumfahren. Ich habe die Orientierung verloren. Hier muss ich rein. Problem ist, im Spiel kann ich das mit meinen Augen nicht ausgleichen. Im echten Leben kann ich das. Aber wenn das Spiel Stellen schwarz anzeigt, sind die schwarz. Im echten Leben ist es so... Was? Was passiert denn hier ständig? Ich häng fest. Brumm, 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 brumm. Ich komme nicht raus. Ah, okay. Warum? Vielleicht kann ich ja irgendwie umdrehen morgen. Ich geh jetzt erstmal schlafen. Ja. Nee, doch, ich geh schlafen. Man erfüllt sich relativ schnell auf dadurch. Nee, ernsthaft, warum passiert das ständig? Warum passiert das ständig mir? Boah, ich finde das mega toll. Aber ich muss jetzt gleich mal gucken, dass ich das wieder hinkriege. So, die Nägel kann ich auch reinklopfen. Komisch, Nägel brauchen genauso lange wie die Stämme aufrichten. Jetzt gucken wir mal nach meinem Auto. Wenn es so weitergeht, habe ich ja irgendwann bloß noch Autos, die auf der Seite liegen alle. Und keins kann mehr fahren. Ich muss das irgendwie hinkriegen, dass ich das wieder aufrichten kann. Ich hätte gern so eine Schrottpresse. Einfach die ganzen Fracks irgendwie reinschieben.
So, das bauen wir noch schnell weiter, dann gucke ich mal, dass ich hin. Yay. Jetzt sind bloß noch die Bretter und ich muss dieses Auto irgendwie wieder hinkriegen. Ehrlich gesagt, im echten Leben würde ich einfach mal ein bisschen schieben, aber es geht hier nicht. Das ist voll scheiße. Also so richtig scheiße ist das. Ich muss mir das einfallen lassen. Ich meine, das ist auch ein optisches Problem für mich. Was wollte ich jetzt? Ich habe vergessen, was ich tun wollte. So, Mist, warum habe ich das Zeug? Ach ja, ich wollte ja hier die Fallen bestücken. So. Versuchen wir doch mal, ob es auch so geht. Versuchen wir doch mal, ob auch ein Blatt geht. Nee, es muss was zu essen sein. Okay, Blaubeer. Holz ist schon wieder alle. Geht viel zu schnell, oder? So, geh. Ich fülle da fast nur Wasser rein, was ich so finde, und es wird trotzdem langsam mehr. Ich habe schon wieder irgendwo einen Eimer gefunden und ich weiß nicht woher. Kotzt mich aber irgendwie schon an, dass die Dinger alle umkippen, die Autos. Ich baue eine Rundung, oder? Kann das sein? Unfreiwillig baue ich eine Rundung. An meinem Bauch. Passiert mir regelmäßig, dass ich eine Rundung anbaue. Kein Stein. Selbst Steine haben jetzt einen Wert. Nachdem ich die Sache mit den Mörsern ja jetzt weiß. Oh, das Feuer ist aus. In der Zeit wird es immer sehr ungemütlich, wenn es Feuer aus ist. Wir haben zwar auch hier eine Heizung mit Strom, aber die habe ich nicht geladen, weil ich nutze die eigentlich nicht. Oh, ach so, okay. Hier, ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich dann hier überall ein paar Small Cabins bauen. Das kommt doch bestimmt voll gut. Alle ein paar Segmente würde ich gerne... Braucht das eigentlich weniger? Nö. So ein Ding bauen.
man rausschießen kann. Schön die Nägel verbraten. Ja, das wird voll die Rundung. Aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Vielleicht brauche ich dann wirklich da hinten, also hier noch so rum und dann... Ach, dass das Auto da steht, das stört mich total. Wie kann man die umdrehen? Vielleicht, wenn ich dran denke, schaue ich fürs nächste Mal nach. Vielleicht gibt es da wirklich einen Trick, dass ich es wieder hinkriege. Ehrlich gesagt, ich finde es einfach doof, wie das aussieht. Und also, es ist nicht nur unästhetisch, da muss ich halt ständig alles umbauen und irgendwann habe ich nur noch Autos, die auf der Seite liegen. Was, okay, mal fragen, was ist denn jetzt los, aber... Natürlich. Der mysteriöse Nebel. Gut, Zeit für mehr Harry Potter Sticks. Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen das Inventar entrümpeln. Hier, dieses Feuerholz brauche ich gerade nicht. Borke brauche ich auch nicht unbedingt. Ein paar Steine weg. Mein Tinnitus kommt. Keine Ahnung warum, aber er ist da. Hier kommt das Schwarzpulver hin. Hier gehört der Motor rein. Ein guter Motor, muss ich sagen. Uns gehen die Zündkerzen aus. Feder. Pfeiler. Wort Munition. Okay, Pfeiler hatte ich hier drin. Davon habe ich so wenig. Dann weiß ich das nicht. Ich freue mich schon drauf, wenn die Pinsel da nicht mehr da sind. So, hier kommt rein das. Alles lassen wir mal bei uns. Das Panzertape. Brauche ich aktuell eigentlich nur für die Fallen, oder? Und davon mache ich erstmal keine weiteren. Komponenten brauche ich noch zum Bauen. Ich habe vergessen, wo ich die Eimer reingeschmissen habe. Irgendwo hier waren sie. Da. Da ist noch eine volle Flasche. Jetzt hier rein. Flaschen finden wir auch so viele und ich kann die leider nicht. Ich würde mich so freuen, wenn ich die jetzt harvesten könnte. Aber es geht leider nicht.
Oh, Kacke. Kacke. Hat es jemand gehört? Also du. Und du. Will noch jemand eine Portion? Okay. Die haben meine Barrikaden beschädigt. Aber es gibt seit neuestem Schießpulver von denen anscheinend. Ja, das kann passieren, wenn man schläft. Deshalb, Kinder, geht nie ins Bett. War natürlich wieder eine klassische Wichtelein-Sache mit der Munition, dass ich nicht nachgeladen habe. Die Dinger lasse ich jetzt erstmal offen. Gerade die ich eigentlich sparen wollte. Die fülle ich irgendwann mal wieder auf. Aber ich würde sagen, das war Let's Play Mist Survival für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage ciao mit Wichtelein TV. Nirgendwo ein Ausrufezeichen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Bye, Leute.